Und damit herzlich willkommen zum ersten 100% Run bzw. 5 Schädel Run. Wir gehen an die Tunnel und werden uns mal daran versuchen. Wie ihr seht, wir haben die ersten 6 Level gespielt bisher. Und jetzt dachte ich mir, mache ich die erste 100% Runde. Das heißt, die 3 Maps, die hier noch nicht mit 5 Schädeln belegt sind, werden wir dann mal machen. Und eventuell noch ein, zwei Endlos-Maps, bevor wir tatsächlich dann an die anderen Maps, die noch einige sind, uns dran machen. So, und dann geht's auch schon los mit dem Tunnel. So, dann werden wir mal ein paar Fallen ausrüsten, die ich mir mitgenommen habe. Diese Schwefelfalle, die kennt ihr wahrscheinlich noch nicht. Und ja, sonst dürftet ihr alles kennen aus den bisherigen Maps. Die Barrikaden haben wir dabei. Dann nehmen wir noch die Stachelfallen mit, obwohl wir die wahrscheinlich nicht einsetzen werden. Beziehungsweise statt der Stachelfallen nehmen wir mal den Geisterkrug. Denn wir sind, wie ihr eventuell seht, heute auf Fernkampf. Das heißt, wir werden unsere Donnerbüchse mal benutzen. Ups. Und um die Zeit nicht verstreichen zu lassen, gehen wir direkt in den Kampf. Und ich werde hier ein paar Fallen setzen. Vorerst. Und hier vorne werde ich Barrikaden setzen, damit auch ja niemand durchkommt. So, mal schauen, ob das so funktioniert. Die ersten kleinen Wellen sollten wir so überstehen in der Aufstellung. Und für die nächsten bauen wir dann oben auch noch ein wenig Verteidigung. So, einmal da oben reingeschossen. Da haben wir sogar was getroffen. So. Noch haben wir nicht genug für die letzte Barrikade, die ich da unten gerne hinsetzen möchte. Aber das kommt noch früh genug. So. Und wie man merkt, ich muss mich hier immer konzentrieren, sie zu treffen, weil sonst, wenn ich zu viel quatsche und nicht mehr aufpasse, dann treffe ich die Herren auch nicht mehr. So, jetzt und jetzt nicht mehr. So, ein neuer Spalt öffnet sich. Wir haben ein bisschen Geld bekommen. Barrikade vor. Hust, hust. Und dann wird hier eine Pfeilwand gebaut. So, jetzt fangen wir die hier oben ab direkt. Und wir müssen natürlich darauf achten, da ist nämlich jetzt genau einer runtergefallen. Oh, aber der lebt gar nicht mehr. Na gut. Huch. Falsche Richtung. Naja, so, wir müssen recht schnell sein, um die Zeit einzuhalten, die wir hier vorgegeben haben. Also keine großen Pausen, sondern Bau während der Wellen. Ich weiß nicht, ob man dann vielleicht sogar noch einen Bonusschädel kriegt für noch schnellere Arbeit. So, da dürfte jetzt einer runtergefallen sein. Ja, zwei sogar. Na, wo seid ihr denn? Na? Die wurden wohl umgefahren. So, nächste Welle kommt. In ein paar Sekunden. Und dann setzen wir hier jetzt immer schön versetzt ein paar Pfeilwände hin, die unsere Gegner dann ein wenig, also die Horden verkleinern, nicht die Gegner verkleinern, so wollte ich sagen. Zack. Und dort auch ein paar kleine Schrotsalven hineingefeuert. Zack. So, wir ziehen uns wieder nach unten zurück. Lassen die Fallen oben ein wenig Arbeit machen. Noch gut. So, die Barrikaden hinter uns habe ich gebaut, einfach damit wir auf der Map Bescheid kriegen, falls da doch mal ein Ork ist. Und damit der nicht sofort durchlaufen kann. So wie es uns beim letzten Mal passiert ist, glaube ich. Beziehungsweise beim ersten Versuch hier. So. So, und da wird die nächste Horde entfesselt. Ja, ich hatte gesagt, wir bauen einfach während der Welle, aber das machen wir jetzt doch nicht. Hier ein paar Fallen hin und dann drüben noch eine und dann geht's weiter mit ein paar Barrikaden. Und dann sollten wir unsere Wellen auch überstehen, beziehungsweise wir sind schon in Welle 4 von 5. Das heißt, wir haben die Welle gleich schon überstanden.
beziehungsweise die Map. So. Zack. Einmal eine kleine Salbe hineingeballert. So, da kommen die Orks von unten. Wie uns der Dialog auch so freundlich mitteilt. Aber das ist ja kein Problem für unseren Minenkarren, der uns da ordentlich hilft. Und der 100% Run, beziehungsweise der 5-Schädel Run, wie es vielleicht passender heißt, sieht schon mal ganz gut aus. Mal schauen. Ich weiß noch nicht, ob ich diese 100% Runs raushaue, bevor Karte Nummer 7 angegangen wird. Also ihr werdet das jetzt schon wissen. Aber ich nicht. So. Es wird richtig wehtun. So, keine Barrikaden, sondern Schwefelfallen. Das ist mir irgendwie gerade lieber. Es funktioniert ja auch so. Na. Die werden jetzt schön da verbrutzelt. Da unten kommt ein Ork angetanzt. Und, ich denke, waren wir da schon auf dem Nahkampf? Ich weiß es gar nicht. Bei Tunnel glaube ich sogar noch gar nicht. Aber das lag vielfach einfach daran, dass wir die Fallen noch nicht so hoch hatten. Das ist auch in späteren Level ein Problem, wenn man da nicht genug Schädel hat. Wenn man da nicht genug Schädel hat, dann kommt man nicht weit oder nicht so einfach zu den 100%. Denn ja, die Fallen sind einfach nicht gut genug. Man kann sich nicht perfekt ausstatten, also man muss sich sehr spezialisieren und Spezialisierung sorgt eigentlich immer dafür, dass irgendwo ein Mangel herrscht. Das ist nicht unbedingt schlimm, aber auch nicht perfekt. Und damit haben wir die ersten 5 Schädel hoffentlich geschafft. Ja, da sind sie. Und wir bekommen nochmal 6 Schädel insgesamt. Jo, Statistiken, ein kurzer Blick. Ja, 8 Sekunden, gar nicht so schnell geschafft, aber das macht ja nichts. So, das war dann auch unsere 100% Runde Nummer 1, die Karte, die Tunnel, die wir schon gespielt haben. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, beziehungsweise in der nächsten Karte. Tschüss!